Alter, was geht ab, Leute? Hier. Beste Shawarma, der Falafel- und Shawarma-König in München. Testen wir heute. Was geht ab? So, das gibt's alles. Und scharf, ja. Beide mit Arm und scharf, Leute. Genau wie beim Dönermann. Wasser und Farbe schmecken. Das ging sehr schnell. Ich hatte kaum Zeit, hier alles vorzubereiten und zu drehen. Die Jungs sind fix. Die sind schon gewohnt, Mittagsangebot, zack, zack, zack. Es gibt hier sehr viele Sachen. Es gibt ein paar Spezialitäten auf dem Teller. Dafür sind wir jetzt nicht hier. Und ja, anscheinend sind hier Shawarma und Falafel sehr gut. Und da gibt es nochmal ein paar gemischte Sachen. Shawaffel, das ist Shawarma und Falafel. Das haben wir natürlich, damit wir Shawarma und Falafel abgedeckt haben. Dann gibt es Shalumi. Das ist Shawarma mit Halloumi. Weil wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Der Kollege hier und ich sind große Fleischliebhaber. Deswegen haben wir nichts mit Falafel. Also es gibt auch Falumi, das ist Falafel und Halloumi und noch andere Spezialitäten. Also sehr interessant, aber wir sind für Streetfood hier. Was ist normales Shawarma? Shawarma ist das normale mit aus Putenstreifen steht. Aber ist es auch in dem Brot oder ist es in dem Brot? Auch in dem Brot. Okay. Alles in dem Brot. Alles in dem Brot. Okay. Checken wir mal das Brot ab. Ja. Nicht wie ein Dönerbrot. Nicht wie ein Dönerbrot. Okay, was magst du lieber, Falafel oder Halloumi? Ich glaube, den hatte ich irgendwann mal schon mal verurteilt. Ich würde dem Halloumi. Okay. Der Laden stand schon sehr lange auf unserer Liste, Leute. Aber wir haben es nie geschafft. Manchmal hat er da gar nicht offen. Dann war der irgendwie im Urlaub. Ja, da. So. Sehr salzig. Sehr salzig. Aber das liegt, glaube ich, an den eingelegten Sachen. Das ist so eine Spezialität von denen. Ja. Und noch kein Fleisch beim ersten Bissen. Oh. Das ist immer leiden. Oh, das ist sehr gut, finde ich. Das ist sehr gut, sagt er. Okay. Okay. Insgesamt sehr salzig, wirklich sehr salzig, aber der Käse ist ja auch salzig. Der Käse ist auch salzig, ja. Ich check erstmal nur die Waffel ab, Waffelcheck. Die haben wir mal mitbekommen nach Hause von ihm geschenkt. Die haben wir mal mitbekommen, ja. Wir waren mal Sonntag hier. Der Laden hatte zu, aber irgendwie war einer von denen da. Der so, ja, sorry Leute, sonntags sind wir nicht offen. Aber hier habt ihr einen Sack Falafel. Ich bräuchte jetzt Tatis Meinung. Der kennt sich mit Falafel aus, der macht auch immer seine eigene Falafel. Aber schön würzig, knusprig außen. Meine konnte man gut essen, deine ist aber schwieriger zu essen. Ja, meine ist auch ein bisschen soßiger, oder nicht? Ja, kann sein. Was mir auch hier auffällt, eine fette Zwiebel, ungeschnitten. Da will ich nicht reinbeißen, Mann. Mann, das ist echt sehr salzig. Ja. Ich kann jetzt schon sagen, ich finde das Chicken ziemlich trocken. Ja, gebe ich dir recht. Aber du hast Chicken im ersten Bissen. Also, was mir bei dir auffällt ist? Du musst gleich nochmal hier reinfällen. Naja, ja. Ich glaube, wir haben denselben Gedanken. Ja. Wir ticken schon zu ähnlich. Also ich hatte hier 4 Bissen, okay? Und beim 4. Bissen habe ich hier reingebissen und habe hier den Käse gehabt. Und jetzt beim 5. Bissen habe ich da alle Seiten gebissen, da das erste Mal hin. Das ist halt wow. Und? Man hat getrennt. Keine weißt Soße du? Mehr hier. Ja. Aber ich glaube, der Königsbissen hier drin wird gut. Oh. Also ich finde die Verteilung auch nicht so ideal. Ja. Das eingelegte Gemüse an sich ist ziemlich geil. Mhm. Das kommt auch oft in so Falafel-Wraps und so rein. Also bei mir ist auch viel rausgefallen und ich habe es dann einzeln probiert. Jedes einzelne Ding hat
sehr intensiv geschmeckt. Auch sehr salzig, aber es hat zumindest alles einzeln geschmeckt, was gut ist. Was gut ist, ja. Also ich muss sagen, ich hatte den krass in Erinnerung. Wir essen ja sehr viele Döner und wir ziehen ja direkt den Vergleich mit Döner. Und ich kann euch jetzt schon sagen, tausendmal lieber Döner. Tausendmal lieber Döner. Tausendmal lieber Döner. Aber was denkst du, dieses eingelegte Gemüse in dem Döner, denkst du, könnte gut kommen? Könnte gut kommen, wir hatten ja einmal Gewürzgurke. Ja? Ja, könnte. Und das ist ja ungefähr, das ist ja eigentlich das hier. Ja, also könnte gut kommen, aber ich würde auch nicht zu viel machen. Nicht zu viel, du, ja. Du könntest euch überlegen, die Zwiebel anstatt roh reinzumachen, einzunehmen. Solche Sachen. Weil ich habe hier jetzt gerade drin Falafel, dieses eingelegte Gemüse, was halt natürlich so Orient Special ist. Ja. Normalen Salat, was so alles im Döner kommt, Zwiebel, das hier und das hier. Mein Shawarma-Fleisch plus, ich glaube, auch Hummus. Klingt schon sehr viele Zutaten. Sehr viele Zutaten. Overloaded vielleicht. Ja, vielleicht eignet sich das Brot auch nicht so, dass du das so gut schichten kannst wie beim Döner, weil es irgendwie zu klein ist oder so. Okay. Wäre besser, wenn du alles gleichzeitig isst. Ich weiß nicht, ob es bei dir jetzt auch gleich so ist, aber bei dir schaut es besser aus zumindest, von der Verteilung her. Okay, jetzt wird das Chicken juicy. Übrigens, Halloumi schmeckt sehr gut. Guter Halloumi, sagt er, okay. Schmeckt fast besser als das Hähnchen. Oh. Weil das Hähnchen ist echt ein bisschen trocken. Auf jeden Fall die dicken Stücke. Jetzt ist das hier, was so ein bisschen zerhackelt ist. Ja, das ist mehr so Hummus und Soße drin oder irgendwas. Mhm. Das sieht juicy aus. Also der Königsbissen könnte echt gut werden, weil er hat ja nicht mehr den Königsbissen. Und wir haben nur noch Halloumi und den. Es ging sogar nicht. Also schaut euch dieses fette Stück Hähnchen. Das ist nicht fein genug, fein. Ja, das ist einfach ein zu fettes Stück Hähnchen, was einfach. Ich hätte zum Beispiel auch diese Brücke und so. Kleiner gemacht. Aber eine fette, einfach normal ja, eingestellt. Dann hast du ein Stück drin, das isst du dann einmal, dann ist es weg. Mhm. Anstatt dass sie es klein machen und dann hast du überkommen. Wenn nicht besser. Kann ich auch besser. Ach schau. Sollte einheitlich klein sein. Und wenn ich jetzt dieses Stück esse, dann ist das Chicken dominanter. Wenn ich dann dir esse, dann schmecke ich zum Beispiel kaum Chicken. Das ist sehr uneinheitlich hier. Schau, dieses Stück. Das sind Stücke, die ich eigentlich in meinem Reis so, Indien-Reisstücke, der womögliche Königsbissen. Ja, er ist schon juicy am Ende. Alles runtergelaufen mit dem Hummus. Schön wäre es, wenn alles so wäre. An sich vom Flavor, Gewürze sind okay, gut. Hast du was zu sagen? Ich hatte das Gefühl, am Anfang dieses eingelegte Gemüse, das war sehr salzig. Und am Ende hätte ich mir gewünscht, dass es halt so ein bisschen noch drin gewesen wäre, weil wenn du das pur isst, ist es zu intensiv fast. Mhm. Und das war bei mir alles am Anfang. Also ich fand die Verteilung nicht gut und ich fand auch bei mir ein bisschen zu wenig Soße. Das sah so aus, ja. Sah so aus, oder? Dann, wenn du mal schaust bei diesen normalen Tellern, die da anliegen, da ist immer endlich Soße drauf überall. Und Hummus und alles Mögliche. Hier habe ich das Gefühl. Ja. Wie fandest du, also geschmacklich fand ich schon gut, aber. Weißt du, dieses eine Shawarma, normale Shawarma, kenne ich halt auch, wie es fast so ein Dönerspieß, schaut so aus. Ja. Das eine, wo du mal gemeint hast, wo es in Wien so ein krasses gibt. Ja. Das ist ganz anders vom Fleisch her, glaube ich. Ich kann mich an das Fleisch gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur an den Rap erinnern, dass es über dem Feuer ins Fett getunkt wurde und dann nochmal ins Feuer gedrückt. Und es war so eine krasse Konsistenz.
Also das war eher so Dürüm-mäßig. Ja, genau. Ja. Und das war jetzt so im Brot Kebab-mäßig. Wie findest du das Brot? Ich fand es eigentlich, Brot fand ich okay, aber bei mir war es am Ende unten... Brot kann man machen, aber... Unten war es halt kaputt bei mir. Da kannst du nicht mehr entscheiden. Hat jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen, das Brot. Nee. Also. Du findest zum Beispiel das Standardbrot von Hans Kebab besser. So, ja. Weißt du, was ich meine? Also, das ist auch... diese Art von Brot ist auch eher so lappiger, also das yeah. kannst du nicht so knusprig. Das ist halt aber auch nicht so gut, um so viele Sachen drin zu halten. Das stimmt, natürlich. Und wenn du das halt länger stehen lässt, dann geht's halt kaputt. Ich hatte das schon, glaube ich, ich hatte das hier vor längerer Zeit mal. Ja. Und ich weiß aber nicht, wenn du das to go nimmst, du kannst es am Ende gar nicht mehr richtig essen, weil du hast alles in diesem Papier drin. Ist nicht so gut. Geschmacklich hätte ich gesagt, ist schon okay, aber würdest du jetzt sagen, bekommst du jetzt zwingend nochmal her? Müsste ich den Laden, glaube ich, nie wieder. Aber jetzt nicht, weil er Katastrophe ist, sondern einfach, weil er ja, nur okay ist. Ja, und Preis-Leistung musst du überlegen. Wenn ich jetzt hier hingehe, was heißt hier für unser Ding? Auch 6-7 Euro. Ja. Da kann ich auch einfach 2 Meter weiter gehen, bei Hans Kebab einen Döner holen. Ja. Habe ich mehr genug Ton danach als nach dem? Also immer. Also der hat jetzt meine Fleischgelüste oder so nicht wirklich befriedigt. Da fehlt auch so der Kick, dieses fleischige Umami. So. War jetzt... Ja, war okay. Wie gesagt, das Salumi war fast besser als das Fleisch. Der Falafel war okay. Also. Ja, an sich war... Ja, das Fleisch hat halt nicht überzeugt. Stell dir das alles vor mit besserem Fleisch. Ja, dann wär's krass. Dann wär's vielleicht besser, ja. Und das bessere Verteilung. Also. Und bessere Verteilung, ja. Ja. Das war wirklich bei mir alles oben drauf und unten... Ja. Verteilung, vielleicht geht's in dem Brot nicht scheiße, aber ich sag dir, das war nicht gut. Alles Gemüse oben drauf. Mich hat er jetzt auch nicht überzeugt, weil das Fleisch ist selbst. So wie wenn ich zu Hause mein Chicken mache und dann ein bisschen zu lange stehen lasse und... Ja, und dann irgendwie aufhack. Ja. Yeah. Aber nicht mal da, konsistent, sondern die haben ja ein paar größere Stücke drin. Ein paar größere Stücke, ein paar kleinere. Ja. Also ich glaube, wir müssen ihm den King of Shawarma und Falafel-Titel entziehen hier. Aber nettes Personal. Ja, nett schon, natürlich. Er räumt so die Teller weg. Ja, so hat's geschmeckt und so. Ich habe halt gesagt, ja, war okay. Und dann, also schöne Feiertage noch. Guten Rutsch, wenn man sich nicht mehr sieht und so. Wenn so hast, ich habe halt gesagt, ja, uns siehst du wahrscheinlich nicht mehr. Hab dann gesagt, ja, uns siehst du wahrscheinlich nicht mehr. Ja, Rating! Ich fand's unterdurchschnittlich. So, Rating. Ich fand's unterdurchschnittlich. Das Chicken war echt nicht gut eigentlich. Deswegen, ich gebe 3 von 10. 3 von 10? Ich hatte 4 von 10 überlegt, aber... Das hat dem Döner-Typen gegeben neulich, Mann. Ja, aber wenn du überlegst... Alles andere, ja, alles andere war gut, ja. Okay, 4 von 10, vielleicht ist es übertrieben, aber das Hähnchen... Wenn du jetzt nur das Dönerfleisch von diesem TikTok-Döner nehmen würdest, yeah. Nur das Fleisch, yeah. Oder nur dieses Hähnchenfleisch, yeah. Bist du lieber dieses Dönerfleisch? Darum gebe ich dir recht. Ja, dann gebe ich dir recht. Was gibst du? Ich hätte gesagt, auch 4 von 10. Ja, 4 von 10 ist halt. Also, man kann schon essen. Also, wenn du da reingehst, bist du sicher, dass okay, es hat scheiße geschmeckt. Nee, das nicht, aber. Aber es ist halt, passt halt nicht. Schlechte Verteilung und das Fleisch ist zu trocken. Ja. So. Und auch unten, was mich auch immer nervt, ist, wenn das Brot durchbricht. Ja. Nervt mich. Kannst du am Ende nicht gescheit aufessen. Jetzt drin ging es gerade so am Tisch, aber wenn ich das to go nehme, dann kannst du es nicht essen. Du hast ja auch gesehen danach, du musst nicht, du brauchst 20 Servietten danach. Mhm. Zählt für mich irgendwie so ein bisschen dazu. Zählt dazu. Also 4 von 10. 4 von 10. Also ist auf jeden Fall nichts, wo ich mich jemals danach sehen würde, wo ich sagen würde, hey, boah, ich hab Bock da drauf, lass uns da hingehen. Ja, außer es wäre vielleicht der einzige Laden, wo man jemals wieder Shawarma essen könnte. Also, aber... Selbst dann würde ich wahrscheinlich nicht kommen. Oh Gott. Also ganz weit weg vom King hier. Das ist dieser rote Riese. Wir haben nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt, aber ich glaube, für dieses Jahr ist der Zug eh abgefahren. Und... Da sind die krassen Lebkuchen. Die sind echt krass. Der angebliche King of Shawarma und Falafel Münchens. Den Titel müssen wir ihm leider entziehen. Chicken konnte nix, wirklich leider. Das war's von mir und dem noch kritischen Boss aus dem letzten Jahr. Das letzte Video, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok.